Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Total War Warhammer 2. Ja, leider würde ich jetzt gerne sagen, wir setzen natürlich da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bei unseren Ex-Menschen. De facto ist es aber so, ich hatte ja ein paar Performance-Probleme gehabt, die ich mittlerweile lösen konnte durch ein großes Upgrade. Und habe mir gedacht, ich mache da jetzt mal weiter. Und ja, erstaunlicherweise habe ich es geschafft, bei allen möglichen Spielen alles zu sichern. Aber an meine Dateien von Total War Warhammer 2 komme ich leider nicht mehr ran. Auch Leute im Forum konnten mir bislang nicht helfen. Und tja, deswegen fangen wir jetzt nochmal neu an. Spielen mit den Skaven, also den Rattenclan. Aha, so sieht das also alles aus hier. Sehr schön. Ja, spielen mit den Skaven. Bin über das ein bisschen verwundert. Aber wahrscheinlich, weil das Dschungel ist, ist es verborgen. Ist ja schon eine Zeit her, dass wir das letzte Mal hier waren. Haben auch die Mechanik der Skaven ein bisschen angetan. Und ich muss sagen, es könnte ein Problem werden. Warum? Skavenarmeen, hieß es, brauchen ständig Nahrung. Das heißt, man muss quasi ständig kämpfen oder entsprechende Gebäude haben. Gut, mal schauen. Ich habe es noch nie gespielt. Vielleicht gibt es da entsprechende Technologien. Wir werden sehen. Zweite Sache, was ich natürlich immer cool finde, ist, sie verbreiten Unordnung und Chaos. In Form von Korruption. Damit kann man quasi ja Gegner auch ausschalten, ohne sie zu bekämpfen. So wie ich das jetzt aber gelesen habe, wirkt das auch auf uns selbst. Das heißt, wir haben hier ein paar Probleme, die wir managen müssen. Ich hoffe, das wird gut. Jetzt schaue ich mich erstmal hier ein bisschen um. Was ist das? Nahrungsversorgung. Eine für die Verhältnisse von der Skaven normale Menge Nahrung ist verfügbar. Die Schwachen hungern und die Starken schlemmen. Alles ist so, wie es sein sollte. Okay. Hier können wir uns den Nahrungsverbrauch anscheinend sehen. 52 von 105. Keine Produktion, kein Verbrauch. Okay. So, mit Nahrung könnt ihr auch Siedlung einer höheren Stufe setzen und Einsatz für die. Durchkämpfer oder könnt ihr die speziellen Gebäude und Siedlungen mit der Weidenressource anbauen. Okay. Gut, klar. Viel Nahrung bringt viel Boni. Wenig Nahrung bringt. Wow. Also Mali ist ja echt mal nett ausgedrückt. Das ist ja Wahnsinn. Okay, gut. Das werden wir lernen. Oh. Ah, das ist aber auch immer eine schöne Übersicht. Okay. Ja, okay, das ist sinnvoll. Diese Siedlung hier brauchen wir. Das ist Weide. Da habe ich gelesen gerade. Kriegen wir Nahrung her. Okay, was ist das? Das sind die Riten. Die sind jetzt natürlich noch nicht verfügbar. Genau, das sind die Erläuterungen. Unser Ziel. Besetzt oder plündert drei verschiedene Siedlungen. Raubt sie aus oder reißt sie nieder. Okay. Sollten wir auch hinkriegen. Jetzt schauen wir mal. Das sind die allgemeinen Zielvorgaben dieser Großkampagne hier. 50% der folgenden... Halt mindestens 50% der folgenden Korruption. All euren Provinzen. Okay. Halt mindestens 50% der folgenden Korruption in diesen Provinzen. Moment, das sind jetzt viele. Okay. Zerstört die folgende Fraktion. Lehrmeister gesegnet. Oh, die spielen auch mit den Ertrunkenen. Na gut, schaffen wir. Kontrolliert 17 der folgenden Siedlungen. Durch Stärken sind es Verbündete. Und haltet mindestens 100 Einheiten. Na, viel Spaß, Freunde. Okay, wir haben einiges zu tun. Langeweile wird hier wohl nicht aufkommen, behaupte ich mal ganz frisch. Schauen wir mal, wie sieht's denn hier aus? Was haben wir? Die Ordnung steigt noch, die Korruption von uns nimmt zu, macht Sinn natürlich. So, irgendein Gebäude, das wir erstmal haben für Einheiten, macht Sinn. Clanrat mit Speeren und Schilden. Einzigartiges Gebäude, was hier gäbe, ist verdorbene. Bringt Einkommen, Nahrung, Wachstum. Ist nicht zu verachten. Bringt Geld, schadet nie. Unverdorbenheit plus 1. Ja, das ist natürlich Quatsch. Okay, die Updates haben einiges gebracht. Wir werden uns damit wirklich ernsthaft auseinandersetzen dürfen bald. Irgendwie freue ich mich auch drauf. Weiß ich noch, dass krank ist? Oh, das ist cool. Das bringt Ordnung und Korruption. Nice. Schalttechnologiefreiheit. Ordnung. Okay,
Okay, ich hätte gern was, was die Korruption aber auch nach außen trägt, ein bisschen. Das wäre geiler. Okay. Huch, da war ich ein bisschen zu schnell, auch für mich selbst. Okay, also wir haben vieles, was Korruption bringt, können wir schon mal sagen. Nur nicht so ganz nach außen offenbar. Was wir jetzt erstmal machen, das erscheint mir tatsächlich am sinnvollsten. Und hier das Upgrade, dass wir ein paar Truppen bekommen. Forschung. Forschung, das ist Diplomatie, Technologie. Dafür brauchen wir das Versteck der Assassinen, die Clanwaffenkammer. Okay, werden wir auch in Angriff nehmen irgendwann. Pestilenzkampf. Was bist du? Du bist ein Seuchenpriester. Okay. Gut, du bist also auch Magier, vermute ich mal. Kann man so sagen. Was haben wir hier? Lord Skrark! Mein Held. Okay, zwei Magier noch, die brauche ich nicht zwingend. Deswegen machen wir das mal so. Your bubonic clan! Schupo, das zählt mit hier dazu. Mangrovenküste. Super, tun nicht. Zeichen der Alten da oben, wem gehört das? So. Folgender Plan. Ihr versucht da mal ein bisschen Korruption zu verbreiten. Tja, ich wollte sagen. Ich weiß, wir nehmen jetzt erstmal die Mangrovenküste. Einfach weil es relativ einfach ist, dahin zu kommen. Ich würde auch gerne noch ein paar Einheiten. Wobei wir das hier in der Large einfach verfeuern, ja klar. Horned One's Realm weakens! Kommandant. Einen Rat. Trotz eurer großen Macht. Ja, damit würde ich mich auch nicht befassen. Okay, das ist ein normaler Anführer. Okay. Ich sehe schon, da ist ein bisschen was. Clan Pestilence is all. Vergrößerung ist erstmal gering. Super, my brethren! Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr. So, in lieber Büchse. Globale Rekrutierung ist zu verstärken. Ja, das ist ja auch toll. So, jetzt will ich erstmal wissen, was ihr alle könnt. Gegen Fantasiezuschläger, Raserei. Verursacht mehr Schaden, während ihr Vorschrift hoch ist. Okay. Sollte sie liegen? Okay. Rüstung, Führerschaft, Geschwindigkeit. Was hast du? Habt ihr denn so noch? Zähigkeit, das ist schön. Auch nicht schlecht. Verstecken im Wald. Verstärken, Dauer, Selbsttrefferpunkt. Okay. Schleuderausgaben, das klingt nach einer Distanzeinheit. Nee, so genau wollte ich es noch nicht, aber nett. Fleischschild, die sind richtig kaum nennenswerten Schaden. Eigentlich ist auch ein gutes Fleischschild, okay. Der Anfallswert für Zielsäufen wird entbehrlich. Was hast du denn für Distanzangriff? Nahkampf, 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 Munition ein bisschen. Reichweite 20, ja, der Geschossschaden ist lächerlich. Okay. Gut. Rattenorgas sind die Fetten. Haut Rüstung kaputt, hat Raserei. Führerschaftgeschwindigkeit, Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr, Waffenstärke. Okay, einfach wirklich was zum Draufkloppen. Okay. So, und das, was mich am meisten interessiert, das Seuchenkatapult. Die Flüssiggeschosse dieses Katapults enthalten Warpsteinstaub und abscheuliche Krankheiten. Wer ihn aussetzt, wird, erleidet Schreckliches an Körper und Geist. Das ist nicht ganz eindeutig. Rüstungsdurchdringend gegen Infanterie, okay. Rüstungsdurchdringend verunreinigt. Ah, das macht das. 10 Sekunden minus 10 Führerschaft.
Gut, ist jetzt nicht schlimm, aber... Ist okay. Ist okay, wir fangen ja gerade erst an. Nee, ich will's nicht. Okay, dann schauen wir jetzt halt doch mal hier rein. Okay, die Einstellung hätte ich jetzt gern trotzdem auf Deutsch. Ich kann zwar Englisch, aber wenn ich mir schon ein deutsches Spiel kaufe, will ich es auf Deutsch. So, ein Kampfsteinflex, es lässt sich auch sehen, dass sich einsetzen, wieder einen guten Kompromiss. Keine Rüstung. Tja, ihr seid wahrscheinlich so ein bisschen die letzte Wahl mit, was das angeht. Gut, ihr habt wirklich nichts. Sklaven mit Speer, Clanratten. Okay. Wir können also sagen, wir haben drei Nahkämpfer, Distanzkämpfer, noch einen. Stimmt, ich habe ja gar keinen, der auf Distanz kann mit diesen Sachen. I am the Plague Lord! So, eine Runde warten wir. Und dann legen wir los. Tja, was der gemacht hat, ist eine gute Frage. Er gehört auf jeden Fall dahin. So, jetzt laufen erstmal alle 1000 Fraktionen durch. Klingt jetzt natürlich meckern. Natürlich dauert das jetzt eine Weile, aber eigentlich ist es cool, dass es so viele gibt. Das ist echt ein Riesenpaket. Und wie ich die Ankündigung gehört habe, wenn wir schon darüber reden, bei Total War Warhammer 3, was wohl kommen wird, wird das wohl auch wieder sein. Euer Clan ist die dunkle Bedrohung, die im Verborgenen lauert, Kriegsherr. Ihr seid Meister der Tarnung und Täuschung. Und die nichtsahnenden Narren an der Oberfläche werden bald eure Macht zu spüren bekommen. Genau. So, wo war ich genau? Tytraris kommen wird wohl dann eine noch größere, visionierte Kampagne quasi existieren. So, kriegt ihr Ausgabenkorruption? Ja, das gehört nämlich alles zusammen. Das heißt, das bringt nicht viel. Was könntest du hier machen? Bringt auch nicht viel, ja. Dann würde ich mal sagen, du stehst da passiv rum, machst einen guten Eindruck. Wir versuchen mal hinzukommen. Ah, jetzt auch braune Nachrichten. Kann ich jetzt eigentlich mal sehen, wie sich das errechnet? Armeeunterhalt? Siedlungsunterhalt. Aber kein Zuwachs, deswegen. Okay. Aber der kommt ja hoffentlich. Habe ich ansonsten keinen Armeeunterhalt? Ja, plopp, 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 da ploppt's überall. So, und dann läuft es wieder durch. Ich hatte mir jetzt, wo die Spielbeschreibung zum Retten erklärt wurde, das deutlich schlimmer vorgestellt. Gut, wir sind jetzt bei der Nahrung ein bisschen im Minus, aber das sollte sich ja wohl hoffentlich eindrängen mit dem Gebäude dann. Unterstützung ist bereit, falls ihr sie braucht, mein Kommandant. Ihr könnt euch auf sie verlassen. Ja, die Mechanik werden wir kennen. Keine Frage. Pestilenz kann sie. Du bleibst jetzt mal, wie gesagt, schön da stehen. Spread Corruption. Ist das eigentlich? Das habe ich, glaube ich, vorher noch nicht gehabt. Wir werden Bewegungsmeldungen von dieser Reihe immer angezeigt. Alles klar, okay, ich verstehe, wenn ich mal aus der Auswahlgruppe raus haben wollte. Oh, was hast du eigentlich für Stellung? So, kann auch durch Tunnel. Klar, Lager, plündern. Bringt Nahrung, nett. Okay. Plague Monks, fight, fight! Oh, das war ja ein Kampf. Thank you.
Ja, machen wir so. My eyes gone, but I see. Genau, was du sagst, das hatte ich mir auch gedacht. So. Klar, das ist das Hauptgebäude. Ja. Bringt das dann später irgendwelche Nachteile? Achso, ich komme gar nicht so hoch. Könnte ich mal sehen, was wir ansonsten haben? Ist das hier? Ne, das war hier, glaube ich. Stufe 3 ist nix. Da. Alles klar. Das können wir nicht nehmen. Die Clanwaffenkammer haben wir ja bereits. Hier könnten wir auf die Waffenhöhle gehen dann später. Das bringt auch nicht so wirklich was. Das bringt diese Mauern, Sklavenkorruption. Gut, für die Abwehr, ja. Generiert das Einkommen 80, Unverdorbenheit plus 3. Nee. Nee. Da ist ja nicht viel Auswahl. Also, wir haben unseren Hafen hier. Trinkt Einkommen und Wachstum. Das fällt weg. Das fällt weg. Das fällt eigentlich fast alles weg. Ist cool. Ja, Brutgrube. Ich glaube, ich nehme dann die Waffenhöhle noch. Lassen wir also so. Hafen ist akzeptiert. Our Lord hat einen Plan. So, lassen Sie noch kurz heilen. Bin ich eigentlich so kurz da am Rand der Welt? Ah, okay. In etwas Hellhorn hinterlegt. Das ist natürlich toll. Da bin ich ja in eine Richtung mehr oder weniger ab. So, fast ein Zweispiel in der Ecke. Okay, das ist natürlich Startpunkt her mehr als genial. Was du rekrutierst? Naja, die Piraten. Eigentlich total cool, so halb und tote Piraten da zu machen. Oh, das ging aber schnell. Anfang und schon direkt beliebt gemacht. Selbst jene Oberflächenbewohner, die Geschichten über das Tiefenreich gehört haben, halten sie für kaum mehr als Mythen. Nur wenigen ist das wahre Ausmaß der Städte, die euer Volk unter den Ruinen anderer Rassen baut, bewusst. Listigkeit gehört zu den besten Waffen der Sklaven. Okay. Seid auf der Hut, mein Fürst, denn Dunkelelfen wurden gesichtet. Diese gnadenlosen Meuchler sind auf dem Schlachtfeld ebenso gefährlich wie in Verhandlungen. Ich rate zu großer Vorsicht. Aboard the Tower of Blessed Dread! 100% sicher, dass das Dunkelelfen sind, Leute? Ja, ich glaub's euch schon mal prinzipiell, ne? So, wie sieht's denn aus? Wir machen ja langsam ein bisschen Publik hier, genau. Öffentliche Unordnung steigt durch unsere Sklaven. So, unsere Nahrung steigt auch natürlich. Wildheit comes! Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht dahin gehe. Oder ob ich warte, was er macht, aber wisst ihr was? Doom Decay! Möge gleich da. Ja, ich hab die Kette. Wir brauchen jetzt erstmal ab und zu ein bisschen heilen. Ja,
Und da warten wir wieder. Andere Seuchenclan, okay. Wir sind schon im Krieg mit denen? Echt jetzt? Nein. Kommt, Leute, wir sind noch Freunde, oder? Müssen wir gleich mal gucken, ob wir mit denen diplomatisch ein bisschen was machen können. Klingt so beschissen. Nice. Euer Volk, mit hohem Stoffwechsel gesegnet oder auch gestraft, verbrennt Energie und wird nicht mit leerem Magen kämpfen. Sättigt eure Streitkräfte, damit sie sich nicht miteinander verschwören und ihre Kommandanten zur Verpflegung machen. Genau. Okay, schauen wir mal Diplomatie. Beziehungen mit ausländischen Mächten. Das kennen wir nun wirklich. Squeakmus. Tja. We control! Us, not you! Our clan dominates! Tja, das ist wohl besonders viel Auswahl, die wir haben. Gut, dann lassen wir das vielleicht mit der Diplomatie, wenn sie nichts bringt. I am the Plague Lord! Ich komme auch nicht in einen Zug dahin, aber das sieht nur so aus. Auf der anderen Seite, das bringt eh nichts. Weil das dann doch ein paar zu viele sind. Dann könnten wir ja ein paar rekrutieren. So, mit Speer, klar, Latten mit Speer, klar, Latten mit Schilden. Klar, Latten mit Speer. 35, 42, 10, 16, 16. Nee, wo sind sie da? 25, 45, 52, 42, 18, 18, 23, 18, 24, 23. Naja, ein bisschen besser, ne? Solange wir noch keine volle Armee haben. Zwei Nahrung können uns auf jeden Fall noch zwei leisten. Lord Skrulk! Pestilenz kann! Ja, die Pestilenz kommt ja auch. So muss auch nicht verändert werden. Rapid, gib kein Problem! Also den brauchen wir erstmal nicht angreifen, das ist ganz klar. Müssen wir wirklich das Dorf verlassen, dass unsere Pestilenz Übriges tut. Ich denke, es ist gut. Pestilenz ist Übriges tut. Unsere Korruption. Das ist ein bisschen zu gefährlich einfach bei den ganzen Truppen dort. Wie sieht denn unsere Ordnung aus? Plus 7. Wie errechnen die sich jetzt? Aber ihr lenkt eure Bevölkerung mit bestialischen Spielen ab. Gerne. Okay. So. Ändern pro Runde. Steuern. Okay, unsere Clan-Sache macht dann nichts Negatives. So, wir hatten gesagt. Nee, das hatten wir nicht gesagt. Zumindest nicht primär. Auch das nicht. Im Gegenteil. Stimmt, wir wollten. Was ist das? Achso, das war. Das wollten wir haben. Okay. Bis dato ist aber noch eine Weile. Jetzt müssen wir legen, was wollen wir? Noch mehr Sklavenproduktion? Bringt uns auch vorwärts. Wir wollen ein paar defensive Sachen. Bringt auch Sklavenproduktion. Bringt Einkommen, Mauern, Sklavenproduktion. Bringt. Ehrlich gesagt, jetzt mal ohne Witz. Das ist doch deutlich besser. Das nehmen wir auch. Lord Skrulk!
Können wir mal auf Marsch stehen? Run, scurry, do not stop. Or suffer. Eure Armee ist so weit marschiert, wie sie nur kann, mein Herr. Intro schön. Na, traut er sich raus. Er muss aber bald rein, um die Ordnung wieder aufrechtzuerhalten durchs Militär. Es wird nicht lange gut gehen, so wie es aktuell bei ihm läuft. Dadurch, dass ich mit meiner Sklavensache hier ja noch mehr Druck mache, alleine durch die Korruption minus 7. Den können wir aussetzen. Diese Mechanik gefällt mir auch. Ich spiele ja auch lieber gerne so ein bisschen hinterhältig, muss ich gestehen. Das denke ich, können wir hier mit dem ganz gut hinkriegen. Am Horizont zieht ein Schatten auf. Eine schwarze Arche nähert sich. Die Dunkelelfen nutzen ihre schwimmenden Kriegsfestungen zur Unterstützung ihrer Streitkräfte in der Fremde. Begegnet solch mächtigen Waffen mit äußerster Vorsicht, denn sie können Unvorbereitete ins Verderben stürzen. Ja gut. Aber das stürzt ihn auch in dem Fall. Tja, die Belohnung finde ich nicht so toll. Oh nein, gegen euch will ich wirklich noch nicht kämpfen. Mir wäre es lieber, wenn wir uns irgendwie verbrüdern könnten. Gegen uns den Weinsamen fahren. I am the Plague Lord! Wie viel brauchen wir hier eigentlich? Klar, Moment nochmal. 61 bis 80. 81 bis 100, alles klar. So. Verbirgt die Armee in Bewegung, wodurch diese unterwegs Feinde aus Hinterhalt angreifen? Das ist sehr geil. Chance auf Hinterhalt gegen jede feindliche Armee. Das ist nice, aber kann ich nicht auf ganz normal umschalten? Das ist ihr Standard. Geil. Okay. Holen wir uns wieder zwei dazu. Zack. I am the Plague Lord. Zack. So. Mein Herr, ein Rivale wünscht eine Änderung der gegenseitigen. Du willst, dass ich dir Geld gebe dafür, dass ich dich nicht angreife. Lass mich überlegen. Nein. Ich lehne ab. Da wir jetzt bei 30% Korruption noch so ungefähr waren, glaube ich. Aber ich müsste mal schauen. Oder ich finde es immer schön, wenn sich das noch optisch ändert. Und da wird sich, denke ich, auch einiges getan haben. Wir müssen gleich mal schauen. Eigentlich kann ich das jetzt machen. Da lassen wir wirklich keine Chance, ne? Na gut. Das heißt wahrscheinlich Hafenstadt. Vampirische Korruption. Die gelten als Vampire, diese Piraten. Euer Volk ist dafür bekannt, sich an ihre Feinde heranzupirschen. Nähert euch unbemerkt. Und ihr könnt sie vielleicht im Kampf überraschen. Ja, ist natürlich voll geil, keine Frage, Kumpel. So, kann man hier schon jetzt irgendwas sehen, dass es Skaren auf Korruption ist, nicht wirklich. Vampirkorruption hatten wir jetzt wo? Hier oben? Ja, hier sieht man es. Aber okay, gut. Auf der anderen Seite, der Skaren sind ja angeblich verborgen. Macht vielleicht auch Sinn, wenn ich es nicht sehe. Super tun erscheint erstmal angesetzt. Nähern uns mal vorsichtig. Wildheit comes! Weiden sind natürlich schon so. Kill the things! Verbreitet sich wieder ein bisschen Schrecken. Wieder rum etwas hunderten. Was sind wir denn schon bei 44? Geil, er hat die Steuern, glaube ich, schon runtergenommen. Nein, Militärpräsenz und Schwierigkeitsstufe. Das bisschen Militär oder? Ach nee, die schwarze Arche wahrscheinlich wird ein bisschen gegenwirken. Na, mal schauen.
Okay, die hat er platt gemacht. Ich überlege gerade, ob das ein massiver Nachteil für mich ist. Eigentlich nicht, weil... Eure Art hat die Angewohnheit, jeden Ort, an dem sie sich befinden, vollständig zu füllen. Nach einer Weile führt diese stinkende Wuseln zu Unruhen in der Provinz. Okay, jetzt fangen sie an. Ist die abgebrochen? Ist okay. Oh, ich gehe jetzt selbst da durch. Okay. Ich müsste also irgendwas machen, was mir in Ordnung ist. Lasst uns kurz nachdenken. Wenn ich da Armee reinsetze, habe ich folgendes Problem. Ja. Ganz einfach die Tatsache, dass ich wieder Nahrung verbrauche. Jetzt lasst uns mal schauen, Gebäudebrowser, ob ich da irgendwas mit Ordnung machen kann. Ressourcen, Wahrzeichen. Ihr bringt Nahrung, Wachstum, Skarf-Korruption. Aber keinerlei Ordnung. Keine Ordnung. Keine Ordnung. Keine Ordnung. Oh, was stand da Cooles? Rekrutieren von Todesrat. Okay, klingt cool, einfach müssen wir mal gucken, Pferde. Das hier, die Seuchenabtei. Okay. Wahrscheinlich werden wir irgendwann die Steuern dann ausstellen müssen. Die ist ziemlich cool, die werden wir auch brauchen. Bringt Einkommen, Monster. Angekettete Wachbestien. Zusätzliche Mauern, aber auch nichts, was unsere Ordnung erhöht. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir über die Technologieforschung irgendwas finden, weil so. Da! Tempel der gehörnten Ratten, also das werden wir brauchen. Okay, wir haben 8 Plätze. Wir werden bei der Infrastruktur definitiv das brauchen. Rest schauen wir mal. Das werden wir auf jeden Fall als nächstes bauen. Ich hätte zwar gerne ein bisschen im Militär was gemacht, aber wir müssen ja schauen, was kommt. Gut, gut. Okay, Prioritäten setzen muss sein. Clan Pestilenz. Vielleicht kriegen wir später in der Forschung was dazu und können wir schauen. Nee, wir bleiben mal ganz chill. Soon shall be Art Plague Lord. Genau, du sagst es, Kumpel. So. Was bringt das denn? Das hieß ja, das bringt was Tolles. Nahrung, klar, schön. Ach Leute, das bringt auch wieder Unverdorbenheit. Bin ich nicht ganz zufrieden mit, muss ich euch ganz ehrlich sagen, Freunde. So. Aber jetzt mal ehrlich. Okay, das bringt allein Nahrung. Das heißt, die Nahrung können wir jetzt nur darüber steuern. Mini-Tempel für Ordnung. Ja, ich sehe schon, das könnte ein paar Problemchen insgesamt geben. Wir kriegen das geregelt. Okay, wir können den eigentlich auf Stufe 2 bauen. Dann werden wir halt ein paar davon hinzufügen müssen. Dann kriegen wir das auch irgendwie geregelt. Jetzt müssen wir überlegen, was wir brauchen könnten. Ja gut, dann kommen hier Mauern rein. Ordnung. Bringt Unverdorbenheit, ne? Wollen wir nicht. Und das. Dann wird es halt so werden.
frisch. Da haben wir jetzt eigentlich keinen sinnvollen Bauplatz für. Erst auf Stufe. Obwohl, wir können hier schon das zumindest wählen. Okay. Hält nicht bewegt. Nett. Das ist gut so. Nicht zu wie ein Fisch. Das wird interessant. Okay, Schwanzwaffe. Alles klar. Das hier oben ist noch. Ab Rang 6, alles klar. Das hier ist ja schon mal das, was mich am meisten mal mit interessiert, wenn er anführt, was er für Boni bringt. Diktatorisch? Nee. Nee. Ja. In einer feindlichen Region, okay. Moment, wir wollen. Jetzt muss ich kurz nachdenken. Eigentlich, was wollen wir? Doch, ich will eigentlich sogar, dass auch meine eigenen Städte ein bisschen sklaventechnisch verdorben sind. Okay, Meister Pein. Rang bei einzelnen Vereinheiten. Okay, Blitzschlag ist sowieso geil. Bekannt und gefürchtet. Okay, in die Richtung wollen wir. Deswegen darf er sich erstmal ein bisschen weiter und schneller bewegen. Ach, seine dunkle Arsche. Ich glaube, die leidet an... wie heißt das? Zerfall? Verschleiß, genau. Ah, weiß es, ein Riff ist okay. Yay, Freude! Ah, da kommt schon Verstärkung. Ich glaube nebenbei nicht, dass das meine Rätschen sind. Ich glaube, es sind im Glocken. Dann foltern die ja angeblich oft. Zieht in Betracht, einige Einheiten in dieser Armee zusammenzuschließen, mein Herr. Auf diese Weise werden sie für die kommenden Schlachten... Ja, das könnten wir machen. Hat aber auch den Nachteil, dass ich natürlich dann wieder neu anheuern muss. Ich glaube, wir gehen am besten in unsere Hauptstadt. Ich behaupte jetzt mal, da könnten wir eventuell am schnellsten ein. Genau, wissen wir es nicht. Erstaunlich finde ich, dass ich nur plus eine Nahrung habe. Obwohl das hier fertig ist und eigentlich steht hier Nahrungskapazität plus 5 bringt. So. Upgrade. Ich will Geld für Upgrade. Oder was? Ach, Quatsch, Bevölkerungsüberschuss. Die Ressource gab es ja quasi auch noch. Schnell mal Ressource. So, einen können wir noch auf jeden Fall rekrutieren. So, jetzt muss ich kurz schauen, was ist das? Das sind Schleuderer. Sieht's aus? Achso, ihr seid ja. Okay, dann nehmen wir nochmal einen Speer dazu. Lässt du unverteidigt? Warum hast du Verschleiß? Spiel wegen der Korruption. Ha! Das krieg ich nicht gesagt. Schade. Ha, ich krieg es. Na gut, dann kannst du auch nicht Korruption sagen. Okay. Mal sehen, was wir weiter so machen. Die Insel hier hätte ich schon irgendwie gern. Ich glaube, die gehört nämlich zu meinem Stadtset. Nutzt eure Armeen, um die Kontrolle über den Kriegsschauplatz zu festigen. Stationiert eure Krieger auf Pässen,
um deren Nutzung zu kontrollieren? Ja. So, ich würde jetzt Armeen erleiden, Verlust, auch wenn sie sich in Sumpfgebieten aufhalten. Also er verschleißt gerade hier so schön. Hier scheint ich tatsächlich nicht mehr dazu zu bekommen. Deswegen warten wir mal. Was mich immer interessieren wird, ist, kann ich das alles. So könnte ich mir den Tunnel jetzt bewegen, so marschieren. Und so normal. Okay, okay. Wie sieht es aus mit meiner Ordnung? Jetzt bin ich auf plus 6. Ach, weil ich mein Ländler bin, okay. Jetzt kriege ich auch durch die Korruption noch einmal plus 2. So ganz verstehe ich es nicht, muss ich gestehen. So, wer gehört nochmal dazu? Wen brauchen wir noch? Zeichen der Alten, ist das? Und, ja, Schubball-Idiot. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich brauche. Fühlt sich richtig an. Ah, Vampirküste, Clan Eschen, Mannkrieg. Nee, da der jetzt verwundet ist, könnte ich mal versuchen mit ihm. Ist ja dann in dem Reich. Habt ihr denn? Da. Ja, erst einmal bin ich mit Frieden einverstanden. Na, wie geht's weiter? In solch unsicheren Zeiten könnte eine strategische Übersicht. Nun die folgende Region. Ganz schlechte Idee. Ja, manchmal schlechte Idee. Jetzt habt ihr gerade ganz schlecht. Ihr seid ja ganz verwundet. What do you think? Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, in lieber Bubonicus. Scurry, do not stop! I claim, take this for negligence! All suffer! Können Sie auch noch jemand rekrutieren? Achso, das darf ich nicht, weil ich im Marschieren stehen bin. Stimmt, stimmt, stimmt. Plague Priest! Ja. Orden der Lehrmeister ist auch noch gegen uns. Okay, gut. Wir holen euch alles. Nur eine Frage der Zeit. Eigentlich müsste ich mal erzählen in der nächsten Runde, wie viele das sind. Es müssen doch 50, ich weiß es gefühlt sogar noch mehr als 50 sein. Bin auch ganz gespannt auf die neuen Fraktionen. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie sie richtig heißen, aber diese quasi die Ägypter. Grablords? Könnte das sein? Bin nicht ganz sicher. Also die finde ich auf jeden Fall ganz spannend und von Aufmachen her auch total cool. Euer Volk ist nicht an dieses Land angepasst, mein Herr. Übereilt es nicht mit einer dauerhaften Präsenz hier. Es wäre vielleicht vernünftiger zu plündern, was ihr könnt. Ja. Ein feindlicher Großhafen, mein Herr. Von hier aus handeln sie mit Verbündeten an fernen Küsten. Ja, vereint gegen uns. Solchen kleinen Orden der Lehrmeister. Ja, ja. Alles, was ihr für richtig erachtet. Auf jeden Fall. Eine solche Handlung würde zum Krieg führen. Das mag zwar ruhmreich sein. Ist okay. Onward, diseased brethren.
Obwohl, kann ich schon mal ein bisschen weiter hoch? Pestilence comes. Okay. Jetzt kam er selbst natürlich wieder einen kleinen Ordnungsmalus. Komm, mein Box, carry it to me. Ihr kämpft das nur gegen Axolotl. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir das Gebiet ganz gut bekommen werden. Den Posten da oben, den kann ich nur mit Korruption dann fluten. Eigentlich kannst du es direkt sogar machen, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben jetzt hier genug Korruption, dass die ja nichts viel machen können gegen. Die Elfen Ultuans halten sich für noble Hüter dieser Welt, welche sie vor den niederen Völkern verteidigen. Doch in ihrer Überheblichkeit entgeht ihnen, dass ihr Stern allmählich sinkt und sie von eben jenen niederen Völkern überrundet werden. Ich sag's euch mal so, die sind aktuell gefährlich. Komm ich da irgendwie hin? Edel bewegst. I refuse. Kann ich bei dir nicht auch auswählen? Poxrats! Wie du dich bewegst? Nein? Ich will auf jeden Fall, dass du hier hinkommst. Du bewegst jetzt, wie du es am höchsten hinkriegst. Ho, ho, ho! Kalkwasuras! Ja. Wie gesagt, das wird nicht langweilig. Corruption. Lord Skrulk! Ungezieferverstärkungen können gelegentlich von unterhalb des Schlachtfelds beschworen werden, mächtiger Fürst. Eure Rasse ist nicht umsonst dafür berüchtigt, im Krieg das Überraschungsmoment zu nutzen. Das ist natürlich total geil. They are mine now. Ich bin now erstaunt, dass das Kräfteverhältnis eigentlich zu meinem Ungunstlichen aussieht, finde ich. Ist meine so schwach? Mit keinem großen Artillerie-Sachen oder so. Wenn sie achten, es könnte. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich viel Unterstützung brauche. Das sind keine Mauern. Rüstung 80, 40, 39, 30, 20. Wir versuchen das jetzt einfach mal. So, Dateiname nehmen wir nicht so. Das hätte ich gerne auch. Achso, ein Autosave kriegen wir trotzdem. Alles klar, dann brauche ich das nicht. Entschuldigung. So. Oder wisst ihr was? Wir nennen es ganz einfach Let's Play. Aber bevor ich jetzt hier den Kampf mache, werde ich sagen, brechen wir an der Stelle ab. Ist ja schon recht weit fortgeschritten. Das nächste Mal werden wir uns dann um den Kampf kümmern und schauen, wie die kleinen Ratten hier abschneiden. Bis dahin sage ich Tschüss!